die Jahre, wo ich in England gelebt habe, habe ich etwas immer mega viel vermisst. Ein gut Rieslingsversteht. Und war Karim immer das Echte, was ich gehe, so, wenn ich heimkomme. Hätte ich dem nicht mehr gewusst, dass ich das eigentlich auch ganz einfach selber daheim machen kann. Den haut meiner Rieslingsversteht einen exotischen Touch und dafür brauche ich Kreuzkümmelkernen, Currypulver, Mango-Chutney und natürlich Kalbsfleisch und Riesling. Ich fange mit meinem Fleisch an. Und aus ich benutze bei einer Rieslingsversteht immer 2/3 gehackten Fleisch und 1/3 geschnitten. Und ich benutze heilo Schiller vom Kalb, weil das ein bisschen mir fettig steckt. Und den Restfleisch schneide ich nur in kleine Tranchen. So, und das könnte etwas Gehacktes dabei. Und das Fleisch kann auch gewürzt gehen, für das es die richtige Rieslingspastet gut kriegt. Also hier ist zwar Rieslingspastet, mit könnt ihr genauso gut auch Elbling dran machen. Ein Schutz. Und dann mache ich Mango-Chutney dran. Das gibt unter dem Fleisch eine kleine Säuresnote. Currypulver und Kreuzkümmelkernen. Und Fleisch könnt ihr über nicht an der Frigo, für das es sich wirklich voll saure kann mit diesen guten exotischen Guren. Also, der Teig wird über nicht mariniert und du könnt dann noch ein bisschen Koriander dabei und ein halbes Schalotte, für wirklich das ganz zu aromatisieren. Mein Deeg habe ich auch schon präpariert. Das ist ein ganz einfacher Butterdeeg mit Butter, Mehl und einem Ei. Und den kann ich dann aufholen. So, wenn er bis dünn genug ausgerollt ist, dann kann ich einen kleinen Kopf Fleisch drauf machen. Und der Gräst von einer traditionellen Rieslingspastet. Das schneiden ich von drin Feereck aus. Groß genug, für dass ich wirklich decker schön drüber klappen kann. Das ist die eine Seite drüber. Und du kannst ein bisschen Eggwash drauf. Und das ist einfach nur ein Egel mit ein bisschen Milch. Und das mischt, dass es wirklich gut zupasst. Und das ist wirklich wichtig, dass die Rieslingspastet gut zu ist, für dass du nur die Jelly in der Inne rauslebt. Du hast seit auch noch ein bisschen von dem Eggwash. Da klappt nicht so einfach rüber. Da kannst du schon umgedreht gehen. Hopp. Da kannst du es schön rund formen. Und ein kleines Loch ausstirchen. Und das gibt nämlich nur mein Kamein. Und die Kamein ist dafür doof, dass die ganzen Dampf, die sich spannend drauf formt, irgendwo rauskommt, für das die schön knusprig wird. Auch noch ein Loch damit. Ich habe einfach einen Apple-Corer geholt, also das hilft für den Apfel rauszustirchen. Das ist schön rund aus. Gut. Ich bestreiche dann mein ganzes Pastetchen mit Eggwash. Da geht es schön rund noch. Und da passt mein Kron noch. Versteht ihr sie fertig? Mir eher ich die Jelly auffüllen kann, muss ich noch die Kamein ein bisschen frei machen, weil die nur Tendenz zu verstoppen. Und dann muss ich halt so scharfe Spotzer spielen. Sonst geht die Jelly nicht dran. Und dann kann ich nur noch meine Jelly auffüllen. Und die können nur komplett aufkühlen und dann zum Schluss mal ich ein bisschen Jelly drauf, für dass es auch schön oben drauf ist. Und sie halten sich für ungefähr ein Deckwurm am Frigo, aber so lange haben sie bei mir noch nie überlebt.